Willkommen zu dem Format, wo ich als Yu-Gi-Oh!-Spieler andere TCGs anteste. In dem heutigen Video checken wir das Pokémon-TCG aus. Denn ich möchte herausfinden, wie einsteigerfreundlich das Ganze ist. Yu-Gi-Oh! Hat nämlich den Ruf, dass es unfassbar einsteigerunfreundlich ist und es sehr, sehr schwer ist, aufgrund der ganzen Regeln und Mechaniken in dieses TCG einzusteigen. Master Duel soll allen dabei helfen, funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Und ich schnapp mir in dieser Videoreihe den ein oder anderen offiziellen Simulator von anderen Kartenspielen und probiere die ersten Schritte in ein anderes TCG. Und wage die ersten Schritte in ein anderes TCG. Wir springen heute in Pokémon TCG Live rein und versuchen mal zu schauen, wie schnell ich das Kartenspiel verstehe und wie gut ich mich dann auch in einer reellen Duellsituation anstelle. Damit auch genug von mir. Lasst uns direkt in dieses Video reinspringen. Los geht's! So, nachdem ich all meine persönlichen Daten, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum etc. pp. Angegeben habe, befinde ich mich jetzt hier in diesem Startmenü. Und dieser nette Herr möchte mich ins Yu-Gi-Oh! TCG einführen. Lerne, wie du eine Pokémon-Karte liest und eine Attacke vorbereitest. Na, das will ich mal herausfinden, ob ich das tatsächlich easy-peasy, lemon-squeezy hinbekomme. So. Das ist das Spielfeld. Sieht optisch okay aus, würde ich sagen. Ich glaube, da geht ein bisschen mehr, aber das nehmen wir jetzt erstmal so hin. So, willkommen zu deinem ersten Kampf. Grundlagen, okay, keine Sprachausgabe, aber zumindest in deutscher Sprachausführung, was schon mal auf jeden Fall sehr geil ist. Okay, zuerst möchte ich dir das Spielfeld zeigen. Alles klar. Das ist dein aktives Pokémon. Dieses hier kämpft gerade. Gegen dieses Pokémon, das Aktiv-Pokémon deines Gegners, in diesem Fall ist es meins. Okay, alles klar. Das sind unsere Preiskarten. Jedes Mal, wenn du ein Pokémon deines Gegners kampfunfähig machst, darfst du eine Preiskarte entnehmen. Aha. Wenn du all deine Preiskarten nimmst, hast du gewonnen. Ah, das heißt, ich habe kein... Hä? Das heißt, ich dezimiere nicht das Leben meines Gegners, sondern für jedes besiegte gegnerische Pokémon nehme ich eine Karte und wenn ich alle genommen habe, habe ich gewonnen. Andersrum. Okay, alles klar. Wahrscheinlich ein bisschen kinderfreundlicher, dass man nicht den Gegner tötet, sondern sich selbst boostet. So, keine Ahnung. Wild. Also gut, kommen wir nur zum Teil der Attacken. Klicke auf dein aktives Pokémon. Mach ich. Hab drauf geklickt. Das sind die KP deines Pokémons. Wenn sie auf 0 sinken, ist es kampfunfähig. 280. Okay, Life Points. Also KP, was heißt das? Körperpower? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jede Attacke hat Energievoraussetzungen. Okay, Wutklaue, whatever. Ja, da wird der Pfeil, okay. Ein Pokémon hat bereits genug Energie angelegt, also lass uns die Attacke einsetzen. Ah, man muss Energie... Das sind diese ganzen Energiekarten, die immer als Schutz um die Yu-Gi-Oh!-Karten gemacht werden, wenn ich bei Card Market Bestellungen raushaue. Okay, alles klar, jetzt verstehe ich es. Gut, also hat auf jeden Fall schon mal 2 Energie, das ist doch mal ganz gut. Das heißt, ich muss eigentlich Energie an so ein Pokémon dranlegen, damit es überhaupt angreifen kann. Und er braucht jetzt 2 Energie, um diese Attacke Wutklaue auszuführen. So, okay, ich verstehe es. Also, ich habe ja in der Vergangenheit Dragon Ball Fusion World und Magic gespielt. Und da hat mir tatsächlich meine Erfahrung aus den Kartenspielen, die ich vorher mal gespielt habe, tatsächlich enorm geholfen. Bei Pokémon, keine Ahnung, nie im Leben gespielt. Die Mechaniken sind komplett anders als die von Dragon Ball, One Piece oder Magic oder Yu-Gi-Oh! Und zumindest glaube ich das. Und ja, deswegen muss ich komplett neu rein. Denk daran, zu Beginn deines Zuges die oberste Karte deines Decks zu ziehen. Okay, alles klar, mache ich. Du ziehst die Karte hinterher auf deine Hand. Okay, alles klar, ja, Karte ziehen. Je stärkere Attacke benötigt noch eine Energie. Okay, alles klar. Also ich muss also quasi noch eine Energie unter dieses Pokémon legen. Okay, verstehe. Das heißt, das Pokémon hat jetzt 3 Energie. Und ich kann jetzt mit 3 Energie die Attacke Helle Flamme machen. Und die hat 250 Damage. Also wahrscheinlich zieht sie diese 250 KP dem Gegner ab. Genau, und mein gegnerisches Monster stirbt. Ja. Und ich kriege jetzt ein Leben. Habe ich es richtig verstanden? Jo. Normalerweise erhältst du eine Preiskarte, wenn du ein Pokémon kampfunfähig machst, aber es heißt kampfunfähig. Okay, alles klar, es gibt hier keinen Friedhof. Es sind mehrere Werte. Bei One Piece ist es Trash, hier ist es der Friedhof. Okay, alles klar, dann probieren wir das mal. Beziehungsweise bei Yu-Gi-Oh! Ist es Friedhof und hier ist es einfach kampfunfähig machen. Ich wähle 2 Preiskarten, kriege ich jetzt 2. Ich habe gerade nicht gelesen. Und beide Karten sind Energien. Ich habe gewonnen. Okay, Tutorial 1 hat schon mal super funktioniert. So,
In diesem kurzen Kampf bringe ich dir bei, was Trainerkarten sind und wie du dein Pokémon entwickelst. Perfekt. So, Kampf 2 von 5. Alles klar. Also 5 Stufen im Tutorial, das sollten wir hinbekommen. Das war bei Magic genauso. So, ich habe einen Glumander hier mit 3 Energie schon dran. Kriegt man die einfach so? Ist das jetzt geschenkt oder was? Lass uns über die Trainerkarten sprechen. Achso, okay, wir sprechen über die Trainerkarten. Sie erfüllen alle möglichen nützlichen Zwecke, um deiner Strategie zu helfen. Klicke auf den Hyperball. Was ist der Hyperball? Das ist ein Hyperball? Geil. Hyperball. Item-Karten sind eine Art Trainingskarte. Das Beste an Items, also eine Item-Karte, Item-Karte, dass du in deinem Zug so viele Items benutzen kannst, wie du möchtest. Okay, lass uns dieses ausprobieren. Alles klar. Das heißt, ich ziehe es einfach rein. Wohin? Einfach so auf Glumanda drauf? Nee, daneben. Okay. Wähle 2 Karten, um sie auf den Ablagestapel zu legen. Okay, dann nehmen wir die beiden Energiekarten. Die kommen auf den Ablagestapel, also nicht der Friedhof, sondern der Ablagestapel. Mit Hyperball kannst du dein Deck nach einem Pokémon durchsuchen, sogar nach einem Entwicklungs-Pokémon. Okay, also Searcher. In Teil 2 des Tutorials lerne ich die Entwicklung vom Pokémon. Es muss zuerst ein Basis-Pokémon gespielt werden, um es dann mit der nächsthöheren Entwicklungsstufe zu entwickeln. Das geht allerdings nicht im selben Spielzug, in dem man das Basis-Pokémon gespielt hat. Um Attacken ausführen zu können, benötigt das Pokémon die dafür aufgeführte Energie. Oder kein Leben, eine Preiskarte. Was ist eine Preiskarte? Kommt die auf die Hand? Ja, ist eine, also ist eine Karte, die auf die Hand kommt. Das heißt, hier wird also sozusagen, wie bei Basketball, hier, make it, take it. Also sprich, wenn du einen Korb machst, bist du weiterhin im Ballbesitz. Und hier ist es tatsächlich auch so ein bisschen. Das heißt, der Gegner, der eigentlich am Verlieren ist, der wird nicht dadurch unterstützt, dass er eine Handkarte dazu bekommt, sondern ganz im Gegenteil, der am Gewinnen ist und immer wieder gegnerische Monster KO't oder wie heißt das, auf den Ablagestapel schickt, kampfunfähig macht, der wird quasi bevorzugt. Irgendwie wild. Okay, wir gehen in Tutorial Nummer 3 rein. Alles klar, wir haben Glutexo auf dem Spielfeld. Mein Gegner hat auch irgendwas extrem Mächtiges auf dem Spielfeld. Was jetzt? Siehst du diesen Bereich hier? Das ist deine Bank. Ich sehe den Bereich. Jedes andere Pokémon, das wir abgesehen von unserem aktiven Pokémon spielen, kommt hier als Reserve rein. Das heißt, wir haben immer nur ein Pokémon auf dem Spielfeld? Lass uns einen genaueren Blick auf meine Bank werfen. Okay, alles klar. Wir gucken mal auf deine Bank. Das ist ein krasses Pokémon. Das hat Schwächen. Ah, okay. Hier ist er, jetzt kommen wir zu den Stärken und Schwächen. Verstehe, aber es befindet sich auf der Bank, also kannst du es nicht direkt angreifen. Okay, alles klar. Hab's verstanden. Wie ist der perfekte Moment, um über eine Art von Trainerkarten zu sprechen? Unterstützerkarten. Das ist eine Unterstützerkarte. Was macht die Unterstützerkarte? Tausche ein Pokémon auf der... Wow, wow, wow. Das ist zu schnell passiert. Ah! Wow! Ah, okay. Alles klar. Verstehe. Das heißt, ich habe jetzt das Pokémon einfach getauscht. Und habe mir jetzt quasi das schwächere Pokémon von der Bank aufs Spielfeld gesucht. Jetzt kann ich nochmal Energiesuche aktivieren. Hol mir so ein Feuerenergie. Kann die Feuerenergie an Glutexo dranpacken. Das will ich jetzt machen. Bam! Und Glutexo kann jetzt den Flammenwurf machen. Ich kann aber noch ein zusätzliches... Was kann ich jetzt machen? Erklär mal nochmal. Verdammt, ich hab's zu viel schnell weggeklickt. Was mache ich jetzt damit? Ah, ich kann ihn... Ah, hier, wie heißt es? Nicht digitieren. Digitieren ist Digimon. Entwickeln. Jetzt ist es ein Glurak. Glurak mit Flammenblitz. Leck mich fett. Bam, 340 Angriff. Auf diese kleine Serpiroyal. Ihr müsst dazu wissen, dass ich bei Pokémon nach den 151 raus war. Also ich habe vielleicht noch die danach kommenden 100 irgendwie mitbekommen. Aber, ey... Was war das für ein toller K.O.-Schlag? Schwachstelle deines Gegners ausnutzen, um sich... Okay, alles klar. Warum kriege ich denn jetzt 2 Karten? Ich verstehe das nicht. Ich habe ein Monster K.O.'d und kriege jetzt 2 Karten K.O.'d. Ich rede wie bei One Piece. Also, wie gesagt, bei Pokémon, ich war auf jeden Fall die ganze Zeit mit am Start, was so die 151 Pokémon angeht. Danach nur so ein bisschen was mitbekommen und dann war ich irgendwann komplett raus. Also, die Pokémon sahen irgendwann extrem wild aus. So, wir gehen in Tutorial Nummer 4 rein. Was passiert jetzt? Was wird mir jetzt erklärt? Pokémon können nicht nur angreifen, sondern viele von ihnen haben auch nützliche Fähigkeiten. Seh dir mal das Glurak in deiner Hand an. Mach ich. Die Fähigkeit von Glurak ist die ganze Zeit aktiv, ohne dass du etwas tun musst. Schau dir an, was passiert, wenn du es entwickelst. Aber wie soll ich es denn entwickeln? Ach so, hier auf der Bank. Ah, das heißt, Pokémon, die auf der Bank sind, haben eine passive Fähigkeit, die mir hilft, oder was? Sieh dir jetzt dein Bidifass an. An dem ein Feuer-Energiekarte angelegt ist. Mach ich. Dank der Fähigkeit von Glurak zählt jede Feuerenergie doppelt. Geil, solange Glurak auf dem Spielfeld ist. Das heißt, der Kollege hat jetzt schon... Also, ein Energie hängt an ihm dran. Das heißt, er hat jetzt schon 2 Energie.
Aber das ist noch nicht alles. Bidifas hat auch eine Fähigkeit, bei dieser kannst du selbst entscheiden, wann du sie einsetzen möchtest. Anders als bei einer Attacke wird ein Zug durch den Einsatz einer Fähigkeit normalerweise nicht beendet, also lass es uns versuchen. Was? Fähigkeit? Einfach ein Effekt oder was? Okay, ich habe mir den Effekt vielleicht durchlesen sollen. Ich habe jetzt einfach unendlich viele Karten gezogen. Wie broken ist das denn? Das ist Topf der Gear of Crack, Alter. Bidifas, safe. Den brauche ich in Yu-Gi-Oh! Aha, mehr Trainerkarten, Pokémon-Ausrüstung, sie werden an den Pokémon angelegt, genauso wie Energie, aber nur eins pro Pokémon. Das heißt, ich habe das hier, aber hey, warte, ich will erstmal lesen, was es macht. In Teil 4 lerne ich weitere Mechaniken vom Pokémon TCG, wie den Einsatz von Ausrüstungskarten, passive Effekte von Pokémon auf der Bank und wie man Pokémon vom Feld holt und sie gegen ein Pokémon auf der Bank austauscht. Ich habe doch nur, der hat 2 Energie, aber das verstehe ich nicht. Warum konnte ich jetzt die Angriff durchführen? Der braucht doch 4 für diesen Flammenblitz. Das habe ich gerade nicht verstanden. Und ich kriege schon wieder 2 Leben. Ich dachte, man kriegt nur 1. Preiskarte. Entschuldigung, Preiskarte heißt das. Und jetzt sind dann in der Regel Energiebälle. Okay, keine Ahnung, ich habe gewonnen. Oh Mann, also bei Dragon Ball fiel es mir auf jeden Fall einfacher, alles nachzuvollziehen, weil es ähnlich ist wie One Piece und ich Dragon Ball auch mal gespielt habe vor sehr langer Zeit. Und bei Magic war es tatsächlich ähnlich der Fall. Da konnte ich mich ein bisschen sicherer gefühlt nach dem Tutorial. Bei Pokémon, Alter, ist noch nie im Leben. Ich habe mal eine Karte in der Hand gehabt, aber das war's. War es Aufbauphase und dann haben wir ein waschechtes Match. Sagt das Ergebnis des ersten Münzwurfs voraus, wähle eine Münze. Ich sage Kopf, immer Kopf. Münzwurf. Zahl. Ich hab verloren. Super. Das fängt schon mal richtig gut an. Dein Gegner hat den Münzwurf gewonnen und entscheidet, wer als erster dran ist. Gut. Ist es auch beim richtigen Pokémon so? Werft ihr eine Münze oder einen Würfel? Also so, wenn ihr das Face-to-Face spielt. Münze, glaube ich. Ich glaube, ich habe das bei der Europameisterschaft in London gesehen. Ich glaube, ihr werft tatsächlich eine Münze, wenn ich mich nicht irre. Oder ich verwechsel gerade. Ich glaube, ich verwechsel gerade was. So, was mache ich jetzt mit Fukano? Um ein Match zu beginnen, brauchst du immer ein Basis-Pokémon, aktive Position. Okay, Fukano, rein da. Kenne ich noch. Fukano kenne ich noch. Gutes Pokémon. Tippe auf fertig, um fortzufahren. Ach so, das heißt, ich ziehe jetzt nochmal Glomanda auf die Bank. Ich kann noch mehr auf die Bank ziehen? Ah. Und jetzt drücke ich auf fertig. Okay, das heißt, ich kann hier einfach voll machen. Was passen hier drauf? 5? Wahrscheinlich sogar noch mehr. Okay, das heißt, erstmal spielt man seine Hand aus, dann bekommt jeder Leben oder Preiskarten. Nun ist es eine gute Karte, dass du dran bist, dass, okay. Außerdem darfst du, was? Okay, Hyperball. Das heißt, mit dem Hyperball, ich kann mich daran erinnern, ich muss 2 Sachen abgeben. Muss es 2-mal Energie sein? Ah, mir wird gesagt, okay, es muss nicht 2-mal Energie sein. Ich kann 2-mal irgendeine Karte nehmen, wie es aussieht. Und kann nach einem Pokémon suchen, worauf ich Bock habe. Das heißt, ich nehme hier natürlich Arcani, damit ich mein Fukano entwickeln kann. In Teil 5 setze ich meine erlernten Fähigkeiten ein und bestreite ein Duell. Dabei hilft mir der Professor immer wieder und erklärt mir weitere Taktiken, um das Pokémon TCG noch besser zu verstehen. Allerdings hilft mir das nur bedingt. Ich verstehe nicht, wann und warum ich Attacken erst ab einem bestimmten Zeitpunkt ausführen kann. Kann ich das nochmal aktivieren? Nee. Was passiert damit? Keine Ahnung. Ich bin raus. Ich bin richtig raus, Alter. Warum greift er nicht an? Warum kann ich nicht angreifen? Mir wurde nicht erklärt, dass die ersten 8 Züge nichts passiert, außer Karten ziehen und Energie legen. Okay, er hat angegriffen. Mein Glutexo geht down. Ja, das war tatsächlich nicht so smart, da das Energie an ihn dran zu legen, weil jetzt liegt das natürlich im Ablagestapel. Hä? Die Musik ist übrigens auch nicht so geil. Fand ich bei Magic und bei Dragon Ball besser. Wähle ein Pokémon und verschiebe es in eine aktive Position. Bam. Habe ich gemacht. Ich bin am Zug. Ja, aber ich kann keinen coolen... Ich habe keine Energie, Alter. Ich kann den Angriff nicht machen. Weil ich meine Energie einfach dumm verteilt habe. Was bist du für ein Monster? Einmal während deines Spielzugs kannst du so lange Karten ziehen, bis du 5 hast. Oh ja, das hätte ich vielleicht machen sollen, nachdem ich hier eine Karte ausgespielt habe. Boah! Ja, Fukano bleibt auf der Hand. Was machst du? Du kannst diese Karte einsetzen, wenn mindestens ein deiner Pokémon während des Kampfes gemacht wurde. Ja, das müsste ich machen. Geil. Und dann darf ich noch Karten. Wie viele Karten zieht man denn bei Pokémon? Wenn eine aktive Schadenattacke von deinem Gegner kampfunfähig wird, kannst du eine Basisenergie von deinem Pokémon EP-Teiler. Kann ich das aktivieren? Nee. Kann ich das aktivieren? Nee. Kann ich das aktivieren? Was ist das? Wähle bis zu 3 deiner beliebigen Kombinationen aus Pokémon-Basiskarten, um sie in dein Deck zu mischen.
Habe ich jetzt gemacht. Dann packen wir... Will ich Vulcano da unten reinpacken? Ja, weil ich will hier nochmal Karten ziehen. Ich finde das geil. Ach, kann ich nicht. Okay, egal. Aber jetzt kann ich angreifen. Boom, Wutklaue. In dein Gesicht. Und die verlieren die KP. Das ist ja krass, Alter. Wie soll man sich das denn merken, wie viel KP bei einem Pokémon abgezogen wurde? Wie macht ihr das beim physischen Kartenspiel? Weil das finde ich ja richtig wild. Wie rechnet man denn da? Aber man hat eigentlich auch immer nur ein Pokémon auf dem Spielfeld. Und ab und zu wird das mal getauscht mit der Bank. Es scheint kein Handkartenlimit zu geben und man kann immer nur eine Energie pro Spielzug an ein Pokémon anlegen. Wie ihr seht, bin ich absolut ratlos und teilweise überfordert mit der Gesamtsituation. Ich klicke mich einfach durch den letzten Teil des Tutorials und möchte es ab diesem Punkt einfach nur noch hinter mich bringen, da ich das Gefühl habe, das Spiel nicht wirklich verstanden zu haben. Wann ist der... Ah ja, der Kampf ist zu Ende, wenn es keine Preiskarten mehr gibt. Oder wenn ich alle Preiskarten habe. Okay, mein Gegner ist automatisch dran. Ich krieg Schaden. Ja und? Aber Verlierer, ich habe irgendwas verloren. Was ist kaputt gegangen? Ach, dieses Magma-Becken ist kaputt gegangen. So, jetzt wird mein Arcani erstmal geboostet, Alter. Vollgestopft mit Energie bis zum geht nicht mehr. Dann kann ich hier Glutexo entwickeln. Dann habe ich hier noch so einen Sonderbonbon. Den kann ich nicht aktivieren, aber ich kann Magma-Becken wieder aktivieren. Und was ist Befehl vom Boss? Tausch ein Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen sein aktives aus. Nee, erstmal töten wir das, was da auf dem Spielfeld ist, Alter. Bam. Und wir dürfen jetzt wieder ziehen. Ey, damit haben wir gewonnen. Haben wir das jetzt gewonnen? Ich darf wieder zwei nehmen. Ich dachte, ich darf nur eine nehmen. Jetzt darf ich zwei nehmen. Ja, damit ist der Drops gelutscht. Ich habe gewonnen. Geil. Tutorial schon mal geschafft. Obwohl ich nur die Hälfte von dem verstanden habe, was da passiert ist. Wow, du lernst echt schnell. Naja, geht so. Sieht so aus, als hättest du das Kämpfen schon gemeistert. Aber es gibt noch so viel mehr, was ich dir im Pokémon-Sammelkartenspiel live zeigen will. Zuerst möchte ich dir den Kampf... Was? Den Kampfpass zeigen. Lass uns dorthin gehen. Ja, lass uns dorthin gehen. Gewalten der Zeit. Oh Mann, jetzt geht's hier schon wieder los. Was? Ach so, Kampfpass, Battle Pass. Oh mein Gott, auf Deutsch ist natürlich richtig verwirrend. Ich klicke mich weiter durchs Menü. Neben dem Battle Pass und dem Shop, wo ihr euch Booster und weitere Produkte kaufen könnt, gibt es noch den Deck Editor. Im Deck Editor wird mir erklärt, wie ich mein Deck zusammenstelle und meinem Spielstil anpasse. Mit diesem Deck kann ich dann sowohl Ranked als auch Unranked Duelle bestreiten. Meine restlichen Credits gebe ich für Booster aus. Eintausch. So, ich möchte direkt noch mehr Karten. Mehr Karten. Gib. Gib. Was haben wir hier? Das ging zu schnell. Forzelka. Du bist ein Tropius. Was bist du? Forschung des Professors. Hatte ich schon. Und nochmal Forschung des Professors. Okay, ich will nochmal. Nochmal. Noch ein paar Münzen habe ich. Bam. Oder Jams oder was auch immer das hier ist. So, Ferkuli. Scampisto. Humanolith. Digga, was sind das für Dinger, Alter? Ich kenne Shiggy, Glumanda und Bisasam. Und vielleicht noch ein Geowatz. Aber das ist ja richtig wild, was ich hier gerade abbekommen habe. Okay. Hier können wir noch ein Profil. Wir können unser Gesicht anpassen. Im Profileditor könnt ihr euren Charakter bearbeiten und euren Wünschen nach anpassen. Allerdings kostet jede Anpassung Ingame-Währung. Also, bei Dragon Ball bin ich ins Ungewertete, also Unranked. Ich glaube, ich habe ein ganz normales Duell gemacht. Bei Magic habe ich keine Ahnung, was da passiert ist. Und bei Pokémon trauen wir uns jetzt einfach mal an den gewerteten Modus. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. So, lass uns einfach mal direkt reinspringen und schauen, was diese Togepi hier, was mich die ganze Zeit angegrinst hat, so drauf hat. Gewertet, Standardformat, was auch immer das bedeutet. Wir spielen mit Arcani X. So heißt, glaube ich, unser Deck. So, ich bin echt gespannt. Okay. DTV Dennis gegen Barurut. Shoutouts gehen raus, Barurut, falls du das siehst. Ich habe das Spiel, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Wir warten jetzt auf Barurut. Aber wir probieren uns mal einfach hier durchzuklicken und unser erstes gewertetes Ranked-Duell tatsächlich zu bestreiten. Mal gucken, was passiert. Vielleicht gewinnen wir es auch schon, weil unser Gegner gar nicht auftaucht. Das ist natürlich der beste Moment. No-Show. No-Show, sagst du, geil, kann ich ein bisschen durchatmen gehen, kann mir eine Pizza reinpfeifen oder auch was zu trinken. Dein Gegner hat Kopf gewählt, der Münzwurf wird ausgeführt. Ach so, okay, da passiert tatsächlich schon was. Oh, wow. Münzwurf, er hat Kopf. Natürlich Kopf, klar gewinnt er. Wenn ich vorhin Kopf sage, passiert gar nichts. Dein Gegner hat den Münzwurf gewonnen und entscheidet sich, wer als Erster dran ist. Du wärst als Erster. Oh, wow, hier passieren verrückte Sachen. Dein Gegner ist als Erster dran. Ist es besser, in Pokémon auch First zu gehen? Das habe ich, wahrscheinlich gibt es auch so Going First, Going Second Strategien, ne? Ich habe hier zu viele Arcanis auf der Hand, das sehe ich jetzt schon.
Hat mein Gegner jetzt schon was gemacht? Er hat doch gesagt, er geht first. Er hat nichts gemacht. Ah, erstmal verdeckt. Unsere Monster werden erstmal verdeckt gespielt. Ich weiß gar nicht, was er spielt. Und dann gibt es 6 Leben oder 6 Preiskarten. Oh, wow. Oh, wow! Er hat direkt einen Mewtwo auf dem Spielfeld. Digga, übertreib deine Rolle einfach. Ich bin dran. Ne, er ist dran. Ah, hier läuft die Zeit runter, wie viel Zeit man quasi für seine Spielzüge jeweils hat. Jeder hat einen eigenen Counter. Ah, es gibt keine gesamte Spielzeit, sondern jeder hat 25 Minuten. Und der Counter läuft dann runter, wenn man dran ist. Richtig? Richtig. Gegner wählt eine Karte aus seinem Deck. Oder sind es insgesamt 50 Minuten, die man für ein Duell hat? Wahrscheinlich so. Eher. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber irgendwie ist das hier komisch dargestellt. Was ist das hier eigentlich? Ah, Kampfprotokoll. Aber irgendwie finde ich, also cool, dass hier das Feld sich so ein bisschen verändert. Aber ich finde, da hätte ein bisschen mehr passieren können. Also, oder ein bisschen größer. Ich finde das hier mit dem Blau und Rot, das nimmt sehr viel Platz ein und sieht auch ziemlich billig aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Sorry an alle Pokémon-Spieler, ich zerreiß das Spiel hier gerade komplett. Ich bin am Zug. Okay, alles klar. Das heißt, ich ziehe eine Karte, das passiert automatisch. Ich habe nochmal so ein Fokano, kann aber direkt aus meinem Fokano, was hier auf dem Spielfeld ist, ein Arcani machen. Kann ich nicht machen, ne? Ja, war klar, dass ich es nicht machen kann. Warum nicht? Weil das mein Basis... Warum? Das verstehe ich aber nicht. Nestball. Durchsuche dein Deck nach einem Basis-Pokémon und lege es auf deine Bank. Okay, alles klar, das mache ich jetzt. Und zwar nach... hier, ich will Glumander haben. Danke, fertig. Und dann habe ich noch einen Hyperball. Und mit dem Hyperball kann ich nach noch einer Entwicklung suchen. Ich gebe einen Arcani ab und gebe hier, was ist Tausch nochmal? Tausche aktive Pokémon gegen passiv. Ja, ja, ist doch fein. Alles gut. So, und ich darf mir jetzt, das heißt, ich suche mir jetzt auf jeden Fall einen Glutexo. Boah, richtig Combo, Alter. Wenn ich jetzt Drolan Lockbird fresse, habe ich ein Problem. Und jetzt kann ich nichts machen. Ich kann nicht angreifen, ich habe keine Energie, ich bin richtig am Arsch. Aber mein Gegner hat auch keine Energie, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ich habe auf jeden Fall meinen Spielzug schneller beendet als er. Wie viele Züge kämpft man denn nicht? Bis das Pokémon mit Energie voll gepusht ist? Ja, der hat jetzt 2 Energie schon an seinem Mewtwo. Das heißt, er kann jetzt einen Angriff ausführen, richtig? Oder nicht? Nestball habe ich eben gerade auch aktiviert. Kann ich anklicken, kann ich mir nochmal angucken, was er so macht. Aber das bedeutet auch quasi, dass das, ich sag mal, ein schwächeres kann dann gegen ein stärkeres Pokémon kämpfen, weil solange man ihm Schaden zufügt, ist ja alles gut. Man muss ja am Ende nur dann auf diese 230 kommen. Das heißt, das Pokémon bleibt ja auch länger liegen und kämpft auch öfter. Im Endeffekt so wie in den Videospielen oder im Anime. Photokinese. Auf mein Fukano. Okay, mein Fukano hat gerade richtig kassiert. 70 Schaden und 90 hat er. Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt hier so ein Arcani drüber beschwöre? Der hat dann schon 70 Schaden. Ah. Aber ich kann nicht angreifen. Ich habe keine Energie. Das heißt, ich lege mal hier so ein Glutexo auf den Glumanda. Und nochmal hier so ein Fukano. Habe ich was davon? Ah, und ich kann den hier auch nochmal entwickeln. Das heißt, ich zeige meinem Gegner, hat er hier so eine passive Fähigkeit irgendwie, wie der Glurak vorhin? Nee. Okay, ich habe jetzt keine Handkarten. Der Gegner weiß, dass ich keine Energie habe. Und ich einfach nicht angreifen kann. Hä? Aber mir wurde doch gerade im Tutorial gesagt, ich soll eine Energie aus meinem Haupt-Main-Deck rauspacken. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Ich hätte lieber irgendwas von diesen grauen Karten hier rausgepackt. Die gefallen mir irgendwie nicht. Die hier, diese grauen, komischen Karten. Klar, das sind meine Searcher, glaube ich, und so, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ich will Power. Ich will meine Pokémon boosten bis zum geht nicht mehr. Ich will auch mehr als die maximale Anzahl an Energie reinstecken. Dein Gegner verschiebt eine angelegte Karte. Ja, mach doch, was du willst. Verschiebt eine angelegte Karte. Zieht 2 Karten. Also wenn ich jetzt nicht irgendwas Geiles ziehe, habe ich ein richtiges Problem, Alter. Ich brauche hier diese andere Karte, die mich immer 5 Karten ziehen lässt. Die war gut. Hyperball. Ja, kann sich jetzt eine Entwicklung holen. Alter. Aber die Musik ist auch nicht so berauschend. Also ich würde mir definitiv, wenn ich Pokémon spiele, meine eigene Musik auf die Ohren legen. Denn das klingt jetzt nicht so geil, muss ich ehrlicherweise sagen. Wird das heute noch was, Kollege? Muss ich was machen? Musst du was machen? Deine Zeit läuft ab, ne? Also wenn ich wegen Timeout gewinne, ist das ein offizieller Win. Muss man halt sagen. Hallo? So, jetzt passiert. Oh, was war das? Was war das, Alter? Das war irgendwas, sah irgendwie fies aus. Hat Mewtwo mittlerweile eine Entwicklung? Bitte nicht, Alter. Das war irgendwas richtig Wildes.
kann sich auch so viel Zeit lassen, wie man will. Der hat jetzt 3. Warum hat er 3? Da steht doch nur, dass er 2 haben kann. Das verstehe ich nicht. Der hat 3 Energie an ihn angelegt, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Aber vorhin konnte ich es bei dem Arcani nicht machen. Hä? Was macht Sonderbonbon? Phase 2 Karte auf der Hand hast? Was ist das? Kann ich das aktivieren? Nee. Zug beenden. Ich kann nichts machen. Hä, Alter? Das ist mein erstes kompetitives Duell? Der hat Energie bis zum geht nicht mehr und ich habe nichts? Und der KO'd gleich mein Pokémon und dann hat er noch 2 zusätzliche Karten aus seinem Preiskartenpool. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, bisher weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, mach doch was! Du siehst doch, dass ich nichts machen kann. Es gibt auch keine Phasen so. Alles ist irgendwie eine Phase. Ich glaube, Yu-Gi-Oh! Ist wahrscheinlich das einzige Spiel, was so unfassbar kompliziert mit Phasen um sich wirft und Draw-Phase, Standby-Phase, Main-Phase, Battle-Phase, unterschieden in 34 unterschiedliche Steps am Beginn der Battle-Phase, Ende der Battle-Phase, mittendrin in der Battle-Phase, am Beginn des Damage-Steps, Mitte des Damage-Steps, Schadensberechnung, Ende des Damage-Steps, vorher des Damage-Steps. Da gibt es so viele Steps im Damage-Step, dass man gar nicht mehr weiß, was da Phase ist. Main-Phase 2, Endphase. Und hier bei Pokémon gibt's Photokinese, habe ich abbekommen. Bin tot. Mein Arcani ist tot. Kann ich jetzt so ein Pokémon aus der Bank nach oben schieben? Weil das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gelernt. Gegner wählt Preiskarten. Ja, hol dir doch. Der sieht tatsächlich nicht so gut aus. Also ich finde, muss ich ehrlicherweise sagen, trotzdem irgendwie interessant. Also ist ja komplett anders. Also klar, es gibt hier eine Art Leben. Ja, und es gibt so Energie, um die Pokémon zu boosten, damit sie angreifen können. Das verstehe ich auch noch. Und an sich gibt es auch Searcher und natürlich Monster und so. Das heißt, ich verstehe das schon alles. Ich kann nichts machen, Mann. Hat der irgendwie eine Fähigkeit? Verhindere allen Schaden, der die Pokémon durch Attacken zugefügt wird. So geil, Alter, wirklich. Der Typ hat gesagt, ich soll eine Energie rausnehmen. Jetzt habe ich keine einzige Energie, Mann, um zu spielen. Ist das schlecht, Alter. Meine Arcani würde sein scheiß Mewtwo, Alter, richtig wegbremsen. Also so wie ich das jetzt sehe, klar, wenn man mal so eine Karte in der Hand hat, die sind schon echt optisch mega nice vom Artwork her. Aber ich glaube, so wie ich das jetzt sehe, fühle ich Pokémon zumindest nicht. Da habe ich Magic und Dragon Ball auf jeden Fall mehr gefühlt. Ja. Passiert jetzt noch was? Man hat auch gefühlt unendlich Zeit. Ich glaube, insgesamt sind es halt 50 Minuten für ein Duell. Das macht Sinn. Aber auf jeder Seite 25. Wird das auch in einem richtigen Duell tatsächlich so präzise berechnet? Also hat man so einen Counter bei sich, so wie beim Schach? So, wo man immer drauf tippt? Aber so ein Duell kann ja unendlich lang dauern. Nein, nur 50 Minuten. Da muss ja erstmal mein Arcani runterbekommen. Aber das dauert echt lange, Digga, Alter. Wirklich. Ey, ganz ehrlich, ihr beschwert euch über Yu-Gi-Oh!-Kombos, ja, die dann irgendwie 10 Minuten lang gehen, aber immerhin passiert da was. Hier passiert ja nichts. Der guckt sich seine Karte eine Stunde lang an. Ich würde safe die Hand heben und Judge callen, Alter. Was ist denn hier Vista? Das wurde gerade durchgestrichen. Was heißt das? Was heißt das? Warum wurde das bei ihm durchgestrichen? Was bedeutet das hier? Positiv, negativ, allgemeiner Zustand. Das verstehe ich nicht. Was ist das? Das wurde mir nicht erklärt. Das ist mein Ablagestapel. Der Trash, der Graveyard, wie auch immer man möchte. Und das ist mein Deck. Da kann ich natürlich nicht reingucken. Hier kann ich auch nicht reingucken, klar. Das sind ja verdeckte Karten. Also, wie ihr seht, ich warte. Ich weiß zwar nicht, worauf. Das dauert echt lange. Das ist echt krass. Also, die Geduld hätte ich gar nicht tatsächlich. Da kann man nebenbei ein bisschen, kann man ein Buch lesen. Dein Gegner wählt eine Karte aus seinem Deck. Ja, mach, Digga, mach. Mach, was brauchst du denn so lange? Du siehst doch, ich habe einen Arcani auf dem Spielfeld liegen ohne Energie. Was soll ich denn machen? Du hast ein fettes Mewtwo mit 3 Energie. Du machst zwar nicht so viel Schaden, was ich irgendwie verwirrend finde. Und warum hat er 3 Energie? Der kann doch eigentlich nur 2 haben. Schwäche ist was? Da unten steht's. Schwäche ist Erde, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, das hier, das Symbol, ist doch Erde, oder nicht? Okay, ich kriege jetzt 160 Schaden. Ja.
Endlich eine Energie. Ja, aber die packe ich jetzt nicht an den dran. Der ist im nächsten Spielzug tot, Alter. Ich packe die Energie ans Glutexo hier unten dran. Kann ich jetzt was austauschen? Sonderbonbon? Ich kann hier auch nichts aktivieren. Oh Mann, Alter. Was eine frustrierende Competitive Experience. Ohne Energie kannst du natürlich nichts machen. Ich kann keine Angriffe machen. Und er braucht 1000 Jahre für seine Spielzüge. Aber das Spielfeld, das hier, was cool aussieht, das hätten sie echt größer machen können. Also guck mal, hier ist doch noch so viel Platz nach unten hin. Das ist alles blau, einfach hässlich. Auch oben. Hier gibt es auch keine kleinen, bei Master Duel gibt es so kleine Männchen. Hier, wie heißen die? Keine Ahnung, Emojis nenne ich die jetzt einfach mal. Die gibt es hier nicht. Auch bei Dragon Ball stand hier links unten so ein Sangoku, also dein Leader stand da. Das war auch mega cool. Alter. Mein Akani ist tot. Was ist, wenn ich kein Pokémon beschwöre? Was willst du da machen, du Hund? Oder muss ich dann immer eins beschwören aus der Bank? Wenn ich aber keins vorher in die Bank legen will, muss ich dann eins von der Hand beschwören? Glutexo, ab aufs Feld. So, Bruder, du bist dran. Ja. Das weiß ich gerade auch nicht. Geil! Ich kann Glurak suchen. Nee, kann ich nicht. Mir fehlt eine Handkarte. Ah! Ja, ist ja egal. Der killt jetzt mein Glutexo und dann hat er das Spiel gewonnen. Geile Competitive Experience. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, und für ihn war es ein Free Win. Ich dachte, wir spielen auf einem Level. Warum hat er so ein overpowertes, krasses Deck, Alter? Der hat hier drei Mewtwo's hinten liegen. Hier, Mewtwo X auch noch. Ja, du willst mich doch verarschen. Du bist doch nie im Leben, bist du auf demselben Rang wie ich. Ich gehe mit dem Starterdeck rein. Warum kriegst du nur eine Karte? Das verstehe ich nicht. Wann kriegt man zwei Karten, wann kriegt man eine Karte? Ah, weil er ein nicht entwickeltes Pokémon vielleicht getötet hat. Wenn man die Endstufe des Pokémons tötet, Entschuldigung, auf den Ablagestapel legt, kampfunfähig macht, kriegt man dann zwei. Und wenn man hier so ein nicht voll entwickeltes Pokémon killt, kriegt man dann nur eins. So, jetzt kann ich Hyperball machen. Gib zwei Karten ab, okay, cool. Und kann mir kein Arcani suchen, weil ich die schon alle verbraucht habe. Nur hier so ein strahlendes Glurak. Nee, ich hole mir ein Bidifas. Warte, nein. Pass auf, jetzt. Five-Head-Move. Bidifas. Bam. Passive Fähigkeit. Wenn ich das jetzt noch hole, ne? Ich wüsste nicht, wie. Keine Ahnung, ist eigentlich unmöglich, das Ding zu holen. Bam, 5 Karten auf der Hand. Aber ich habe jetzt kein Glutexo mehr, um den zu entwickeln. Ja, das heißt, ich habe 2 tote Karten auf der Hand. Was macht Superangel? Super Angel holt uns wieder. Wähle bis zu 3 beliebige Kombinationen. Ah, mische sie ins Deck zurück. Ah, das heißt, ich kann zumindest Glumanda und Glutexo. Ah, und einen Arcani zurückmischen. Hab zumindest einen Energieball für Fukano. Und hab noch dieses Magma-Becken. Das aktiviere ich jetzt. Kann ich nicht. Okay, ich kann zumindest einmal angreifen, Alter. Hiermit anheizen. Wow, Alter. Was muss ich machen? Wähle bis zu 2 Basis-Energiekarten. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ah, wo kommen die jetzt her? Ist das durch diese Magma-Karte? Aber egal, mein Fukano geht jetzt eh drauf. Zumindest konnte ich ein bisschen noch was machen. Ey, wirklich, ich glaube, ich habe einfach nur unfassbar beschissen gezogen. Ich hätte 3 Arcanis auf der Starthand. Krass. Ich glaube, es hätte anders ausgehen können, hätte ich ein bisschen besser. An alle Pokémon-Spieler, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wie beschissen die Starthand war. Ich glaube, die war schon sehr, sehr beschissen. Jetzt komme ich so langsam ins Spiel. Da hat er aber jetzt schon gewonnen. Mit Mewtwo jetzt noch einen Angriff und die Nummer ist durch. Aber es ist irgendwie wild, dass man nur ein Monster eigentlich auf dem Spielfeld hat und der Rest wartet eigentlich nur. Also im Endeffekt auch so wie im Anime. Digga, hör auf Faxen zu machen! Greif Fukano an, Alter, du hast gewonnen! Und man kann auch immer angreifen, ne? Also ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo dann die Karten getappt werden und man kann sie nicht angreifen, sondern du kannst immer sagen, okay, Angriff, 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 Angriff. So in beide Richtungen. Ja, im Endeffekt wie im Anime, so schon smart gemacht.
Die sind aber auch, da ist auch ein bisschen, also hier beim Vulcano finde ich es noch okay, was hier so passiert, aber bei da haben sie richtig übertrieben, Alter. Also ja, die sieht schon krass aus, die Karte, aber ich weiß nicht, wie gut es für die Lesbarkeit ist, wenn man mal so ein paar Effekte und so ein Kram machen kann. Außer man, die Hälfte der Sachen, die da draufsteht, interessiert einen nicht, kann natürlich auch sein. Endlich, wurde auch mal Zeit. Dankeschön, meine erste kompetitive Erfahrung ging tatsächlich voll in die Hose. Ich habe einige Sachen gemacht, von denen ich nicht weiß. Also ich glaube, ich hätte, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte besser für mich laufen können. Ich habe es verloren. So ist es. Oh ja, fühle das Brennen? Digga, was ist los mit dir? Hast du mich gerade verspottet? Ich lasse dich auch gleich das Brennen spüren. Burutat oder wie du hießt. Burhan. Brutata. Das war's. Und jetzt kann ich ins nächste kompetitive Duell gehen. Auf überhaupt gar keinen Fall, Alter. So. Oh, ich habe Level 2 erreicht. Ich habe ein Duell verloren und Level 2 erreicht? Das heißt, ich spiele jetzt gegen andere Leute, die Level 2 erreicht haben, weil sie auch ein Duell verloren haben. Aber ich kriege zumindest eine Belohnung. Man wird hier mit Belohnung zugeschüttet. Ich kriege jetzt hier 1000 so eine Pokémünzen. Was mache ich mit den Pokémünzen? Komm, die geben wir noch aus und dann beenden wir das Video auch. Ich will die Pokémünzen ausgeben. Im Shop. Wie kann ich die ausgeben? Was bedeutet? Ah, ich kriege für... Nee. Hä? Was mache ich mit den Münzen? Ich kann eine Kamera einrichten und mein Gesicht scanne 2D, an die 2D-Code von Karten kann man scannen, dann kann man die Karten hier reinpacken. Das ist tatsächlich ganz cool so. Sowas bei Yu-Gi-Oh! Wäre natürlich auch irgendwie nice. Wobei jetzt mit Master Duel macht das überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ich weiß nicht, was ich mit den Münzen mache. Was mache ich mit den Münzen? Du kannst Münzen für coole Artikel für deinen Avatar deines Decks austauschen. Münzen, ah, okay, ich kann mein Deck pimpen. Warte, da. Wo ist das? Erweiterung? Nee. Profil, Deck. Kann ich mir eine coole Deckbox Kopie machen, exportieren, Deck testen, Deck bearbeiten. Nee, ich will mein Deck pimpen. Wie mache ich das? Deck erstellen, zuletzt Favoriten, keine Ahnung. Okay, aber bei Favoriten kann ich mir zumindest einen anderen Pullover kaufen. Für 350 Münzen, ich hab nur 105. Alt, klar, wir lassen das an der Stelle und beenden tatsächlich hier dieses Duell. So, das war meine Pokémon-Experience. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Als jemand, der noch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem Pokémon TCG hatte, habe ich schon zum Teil das Gefühl gehabt, dass ich zumindest die Basics verstanden habe. Und wäre meine Starthand im kompetitiven Ranked-Duell auch besser gewesen, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr gegendrücken können. Aber dennoch, einfach so, wie man sich so vorstellt und woran auch Yu-Gi-Oh! Kritisiert wird, reinspringen und mal machen. Das funktioniert, glaube ich, bei keinem Kartenspiel, muss man ehrlicherweise sagen. Wildes Kartenspiel auf jeden Fall. Pokémon. Die ganzen neuen Pokémon, mit denen kann ich nichts anfangen. Aber ich will mir ein Deck mit alten Pokémon bauen. Arcani ist zumindest so mal, ja, ein Deck, was mit Turtok einfach pow, 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 Hydro-Pumpe. Schreibt mir an dieser Stelle sehr gerne in die Kommentare, was ich alles falsch gemacht habe. Aber bestimmt jede Menge dabei. Und ansonsten, ja, wenn ihr Bock auf Pokémon TCG habt, testet es auf jeden Fall aus, ist kostenlos. Alles, was ihr hier gesehen habt, ich habe kein Geld investiert, einfach installiert, losgelegt und ein bisschen ausprobiert. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Hat mehr oder weniger Spaß gemacht tatsächlich an der Stelle. Mir fehlt noch ein bisschen Erklärung, aber ich glaube, am Ende muss man sich wahrscheinlich, ich glaube, wie bei jedem TCG, zusammen mit jemandem hinsetzen, der einem zumindest etwas tiefer in die Materie einführt. Ich glaube, das ist eh der beste Weg. Einfach, dafür sind die Kartenspiele, dafür gibt es sie schon zu lange und sie sind zu kompliziert, haben zu viele Mechaniken, dass man einfach über ein 5-Schritte-Tutorial das gesamte TCG versteht. Das funktioniert ja nicht, Alter. Wie basic wäre dann so ein TCG? Wobei, bei Dragon Ball war es tatsächlich der Fall. Da hat es aber auch geholfen, dass ich One Piece gespielt habe oder spiele und die Mechaniken ähnliche sind. Aber egal. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ich alles falsch gemacht habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Pokémon TCG spielt, ob euch Spaß macht und was ihr besser findet, Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon. Damit auch genug von mir. Lasst es krachen. Ich wünsche euch eine spitzenmäßige Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.